Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum Fragenhagel. Der Fragenhagel funktioniert wie folgt. Ihr habt mir Fragen gestellt, die kommen immer in die Schüssel und die beantworte ich dann. Wenn du deine Fragen auch stellen möchtest und hierbei haben möchtest, geh mal auf Instagram, die Seite von Mein Geschäft. Dort haben wir immer mittwochs eine Story, Frag Pascal. Da kannst du deine Frage reintippeln. Und mit ein bisschen Glück kommst du hier in die Schüssel. Und ich habe jetzt 3 Minuten Zeit, wie immer, diese Fragen zu beantworten. Das werde ich tun und wir legen los in... Let's go! Was war dein erster Eindruck, als du deine Frau gesehen hast? Das klingt immer so romantisch kitschig, ne? Aber ich war so richtig baff. Ich war so von dieser Gesamterscheinung so eingenommen und also so richtig positiv umgehauen. Und das Coole ist, wir haben uns ja gesiezt, ne? Als wir uns kennengelernt haben. Also ich habe gesagt, Frau Hopfen sitzt, aber es hieß sie ja noch so. Das war ja cool, wir haben uns echt gesiezt und ja, aber ich wusste, dass ich heiraten werde. Ich habe an dem Abend dann später meine Mutter angerufen, irgendwie so routinemäßig, ne, und habe gesagt, Mama, ich habe heute die Frau kennengelernt, die ich heiraten werde. True Story. Wirklich so passiert. Ja, der Rest ist Geschichte. Also von daher, das war schon besonders. Ich vergesse total oft zu essen vor lauter Arbeit. Was kann ich dagegen machen? Das erste Mal, ich hoffe, dass du genug isst. Aber ich sag dir was, ich kenne das. Ich kenne das. Passiert mir auch. Aber ich habe gelernt, dass das völlig ineffektiv ist. Warum? Weil du musst gut zu dir selber sein. Ne? Und wenn du deinen Motor nicht pflegst, dann wird er durchbrennen. Also, wie mache ich das? Ich arbeite in Zeitblöcken. Zeitblöcke A 90 Minuten. Und nach 90 Minuten mache ich meistens so 20 Minuten Pause. Und diese Blöcke richte ich mir ein. Das sind Routinen. Und in diesen Pausen esse ich dann was. Ne? Und das ist so... du machst dann bewusste Essenspausen. Du machst bewusste Pausen, in denen kannst du dann essen. So würde ich dir empfehlen zu arbeiten, weil A, es ist gesünder und B, es ist viel produktiver. Du wirst merken, du kriegst viel mehr geschafft. Probier mal. Wie wichtig ist für dich Spiritualität? Ja, wichtig. Also, ich glaube an Energie und auch an das Universum. Und von daher bin ich schon ein spiritueller Mensch. Das kann man schon sagen. Ist für mich wichtig. Was bedeutet genau skalieren? Ja, coole Frage. Skalieren ist, glaube ich, kommt ursprünglich aus dem Italienischen oder Lateinischen. Ich bin da nicht so richtig gut. Aus Skalae, Treppe oder vergrößern. Und genau das ist es. Es ist vergrößern. Und hier gibt es Economy of Scale. In der Betriebswirtschaft im Studium lernt man das. Das weiß ich nur durch Zufall, weil ich habe es ja nicht studiert. Nur einen Tag. Das bedeutet also, Skalierungseffekte hast du, wenn du Dinge exponentiell vergrößerst, ohne aber die Energie, die du aufwendest, um es zu vergrößern, wird exponentiell kleiner als das Wachstum. Ja? Das heißt also, mit nur leicht steigendem Energieaufwand hast du ein exponentiell steigendes Ergebnis. Und das ist dann richtig Skalierung. Skalierung kann man auch sehen im Bereich beispielsweise des exponentiellen Wachstums, wie es jetzt zum Beispiel auch bei Corona der Fall war. Ne? Also das ist natürlich ein unschönes Beispiel, aber so wie schnell sich das auf einmal verbreitet hat. Oh shit, jetzt habe ich mich verplaudert. Herrschaftszeit, naja, waren trotzdem ein paar coole Fragen dabei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.